Ohne Selbstlernkompetenzen wird das digitale Zeitalter nicht zu bewältigen sein. Dieser Befund veranschaulicht vielleicht, dass sich Können und Wissen dabei sind, neu zu sortieren und wir nach einer neuen Balance suchen müssen. Und das war Anlass für uns, über das Lernen und wie es sich verändert, nachzudenken und es auch etwas größer zu denken, nämlich im Hinblick auf eine neue Lernkultur, die möglichst allen Kindern und Jugendlichen gerecht wird und zugutekommt. Wir haben die Ansätze und Ideen, die sich in diesem Denkprozess ergeben haben, die Vorschläge in einem Policy Paper im Böll-Brief Neue Lernkultur für alle Schulen aufgeschrieben und der liegt heute unserem Fachgespräch zugrunde. Ich heiße Sie herzlich willkommen und freue mich, dass Sie sich am späteren Freitagnachmittag die Zeit nehmen, dieses, wie wir finden, wichtige Thema mit uns zu diskutieren, denn wir wollen gerne Impulse für ein zukunftsfähiges Bildungswesen geben. Mein Name ist Philipp Anthony, ich bin Referent für Bildung und Wissenschaft in der Heinrich-Böll-Stiftung und heiße Sie, wie gesagt, herzlich willkommen, ebenso wie die Mitautorinnen, die Autorinnen des Böll-Briefs, Hannelore Trageser, Silvia Löhrmann und Cornelia von Ilsemann. Wir haben für unsere Veranstaltung heute sehr viel Zuspruch erhalten, deswegen konnten wir auch, es sind sozusagen noch 50 Personen auf der Warteliste. Wir wollten aber, um auch eine gute Diskussionskultur hier heute haben zu können, das teilnehmermäßig in einem gewissen Rahmen behalten. Deswegen werden wir eine zweite Veranstaltung einfach machen, um ein weiteres Diskussionsforum anbieten zu können. Jetzt sehen wir den ersten Einspieler, nämlich die Gesamtschule Münstermitte. Viel Spaß. Wenn man eine große heterogene Gruppe vor sich hat, dann muss man natürlich überlegen, wie funktioniert Lernen und ich kann nicht allen das Gleiche vorsetzen. Deshalb funktioniert Lernen bei uns einfach anders. So, wir haben jetzt Lernbüro. So, bei dir, wie sieht's bei dir aus? Ich mache erst Englisch und dann Deutsch. Ich kann selber entscheiden heute, welches Fach ich mache und an welchem Lernschritt ich arbeite. Und da entsteht so eine intrinsische Motivation. Im Logbuch tragen wir ein, was wir in den Stunden gemacht haben und setzen uns Ziele, die wir bis zum Ende der Woche möglichst schaffen. Ich habe diese Woche an Deutsch sehr viel gearbeitet. Für nächste Woche werde ich etwas mehr bei Mathe oder bei Englisch üben. Wir haben unseren Lernplan ja differenziert. Das ist die Aufgabe für die 1 Sternchen, 2 Sternchen und 3 Sternchen. Wir wechseln jetzt in die Flüsterphase. Ihr dürft also zusammenarbeiten. Bei uns sitzen schon mal grundsätzlich alle in Gruppentischen. Weil wir wissen, dass die auch voneinander ganz viel lernen und im Austausch miteinander. Oftmals viel besser, als wenn ein Kollege oder eine Kollegin das erklärt. Und als Corona kam, mussten wir das alles digital umsetzen. All das, was wir vorher analog konnten, jetzt in die Digitalität umbauen. Hey Fuchs, zu Hause an den Bildschirmen. Ist noch jemand, der jetzt in der Gruppenarbeit gehen möchte? Warum das bei uns so gut geklappt hat, war, dass wir quasi schon eine Brücke gebaut haben. Und zwar durch das selbstorganisierte Lernen. Ich mach Mathe. Mathe, okay. Ihr bleibt bitte online, ihr könnt aber jetzt die Stillarbeit erstmal für euch genießen. Es war super spannend zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler sich durch diese Zeit geschlagen haben. Wie cool die das gewuppt haben. Und die waren auch teilweise echt besser als wir irgendwie unterwegs. Und auch da, da haben sich auch Rollen vertauscht, ne? Das ist auch eine Erfahrung, die macht man sehr, sehr selten. So, nach diesem kleinen Blick in die Praxis möchte ich Ihnen jetzt meine Gesprächspartnerinnen vorstellen, die Autorinnen des Papiers Neue Lernkultur. Und ich möchte anfangen mit Cornelia von Ilsemann. Sie hat Erfahrung als Lehrerin, war auch im Schulleitungsteam, kennt aber auch die administrative Seite, weil sie in den Schulbehörden von Hamburg, Bremen und im KMK-Schulausschuss gearbeitet hat. Außerdem hat sie die Deutsche Schulakademie mit aufgebaut und ist Mitglied der Jury des Deutschen Schulpreises, also eine sehr vielfältige und breit gefächerte Erfahrungshintergrund, den sie mitbringt. Herzlich willkommen, Cornelia. An ihrer Seite ist Silvia Löhrmann. Sie war
Ministerin für Schule und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen und dort stellvertretende Ministerpräsidentin. In dieser Zeit war sie auch Präsidentin der Kultusministerkonferenz 2014. Auch sie bringt Erfahrung aus der Praxis mit. Sie war nämlich Lehrerin an einer Gesamtschule. Und seitdem ist sie freiberuflich tätig in vielfältigen Funktionen, wie ich weiß. Und ich freue mich, dass sie zwischendurch auch immer wieder Zeit für die Heinrich-Böll-Stiftung hat und ein Papier mit Ratschlägen und Vorschlägen zu schreiben, die wir gerne annehmen. Herzlich willkommen, Silvia. Last not least, Hannelore Tragese, auch sie kennt die schulische Praxis aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Sie hat jahrzehntelang als Lehrerin gearbeitet, wie Sie mich wissen hatten, hat sie war auch Lehrerausbilderin und Schulleiterin im In- und Ausland. Sie hat als Schulrätin gearbeitet und für die Robert-Bosch-Stiftung war sie Projektleiterin. Da ging es um ein Projekt zur Unterstützung von Schulen in kritischer Lage und ist auch mit dieser spezifischen Perspektive heute bei uns hier auf dem Podium. Wir sagen alle du zueinander und im normalen Leben, deswegen wollten wir das auch hier weiter behalten, nicht, dass Sie sich wundern. Aber jetzt gehen wir in das Gespräch. Wir machen zwei kürzere Frage- und Antwortrunden. Cornelia, warum ist das Thema eigentlich so wichtig? Warum haben wir dieses Papier überhaupt geschrieben? Wie blickst du da drauf? Ja, die Öffentlichkeit hat ja lange sich für Bildung wenig interessiert. Mit der Pandemie hat sich das fundamental geändert. In allen Zeitungen und Fernsehsendungen ist plötzlich die Schule im Fokus. Und das zeigt wie in einem Brennglas Probleme, die es schon lange in der Schule gibt. Und wir konzentrieren uns hier mal auf zwei dieser Probleme. Das eine ist das Thema Bildungsungerechtigkeit. Die OECD-Daten zeigen das immer wieder, dass in Deutschland der Bildungserfolg sehr stark abhängig ist vom sozialen Status des Elternhauses, mehr als in den meisten anderen Industrieländern. Und sie zeigt auch, und die Bildungsstandardsüberprüfungen bekräftigen das, dass ein viel zu großer Teil unserer Kinder und Jugendlichen die Minimalstandards nicht erreicht. Das ist ein Zustand, der ist menschlich und ökonomisch unerträglich und kann uns eigentlich nicht ruhig schlafen lassen. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt ist der Innovationsstau, den wir haben in den Schulen. Arnand Pant hat das ausführlich beschrieben. Damit meinen wir nicht nur die Digitalisierung, sondern wir meinen vor allen Dingen, dass wir mit Lernformaten arbeiten, die sich nicht beziehen auf die zukünftige Arbeit und Gestaltung der Gesellschaft und die Kompetenzen, die dafür notwendig sind, gerade nicht vermitteln. Wir brauchen innovativere Lernformate. Das führen wir nachher noch ein bisschen ausführlicher aus. Wir brauchen mehr Verantwortung der Kinder und Jugendlichen für ihr Lernen. Du hast das vorhin in deinem Zitat noch mal deutlich gesagt. Und wie das gelingen kann, das versuchen wir in dem Papier mit einigen Impulsen zu verdeutlichen. Vielen Dank. Dann vielleicht die Anschlussfrage an Silvia. Wer sind denn die Adressaten eines solchen Papiers? Wer kann diese Entwicklung denn anstoßen und weiterführen? Um wen geht es eigentlich? Im Grunde richtet sich das Papier an alle, die dazu beitragen wollen, Schule besser zu machen. Schule im Allgemeinen, aber auch die eigene Schule. Und was ja so faszinierend war, dass die Pandemie, die Cornelia hat das gesagt, wie ein Brennglas die Schwächen aufgezeigt hat. Aber die Pandemie hat gleichzeitig auch etwas anderes gezeigt. Nämlich, dass es überall in Deutschland auch Schulen gibt, die es offenbar schon besser machen. Und wir haben nichts aufgeschrieben, was es nicht schon irgendwo in Deutschland gibt. Und manche haben ja im Rahmen des ersten oder zweiten Lockdowns gesagt, so, und jetzt muss das schnell zu Ende sein, damit wir wieder dahin gehen, wo wir vorher waren. Holen das irgendwie auf, holen das irgendwie nach. Da kam wieder das Bild des Trichters durch, was wir in Deutschland haben. Wir trichtern das schön rein und dann ist alles wieder gut. Und wir haben gesagt, nein, das wollen wir möglichst nicht. Natürlich sollen die Kinder wieder alle überall in die Schule gehen. Aber wir wollen die reformpädagogischen Ansätze, für die Comenius seit
365 Jahren streitet und das gut aufgeschrieben hat, wie wir da an den Anfang des Papiers gestellt haben, das wollen wir einfach mal zusammentragen und motivieren, dass Menschen sagen, Mensch, wenn das da geht, geht es doch bei uns vielleicht auch. Und deswegen richtet sich das Papier letztlich an alle mit dem Ziel, die Schwächen und die Achillesferse des deutschen Schulsystems möglichst kontinuierlich besser zu machen und dran zu arbeiten. Achillesferse des deutschen Schulsystems ist vielleicht ein gutes Stichwort. Hannelore, macht das Papier auch Vorschläge für Schulen in schwieriger Lage? Dass für das Papier die Frage nach den Schulen in schwieriger Lage beziehungsweise nach einer Schülerschaft, die es nicht ganz einfach hat, im deutschen Bildungswesen zu erfolgreichen Bildungsbiografien zu kommen, dass das eine der Leitfragen ist, das hat Cornelia schon dargestellt. Die Lösungsansätze, die wir entwickelt haben, haben wir nicht sortiert, also weder nach Schulformen noch nach Schulqualität oder Entwicklungsstand ihrer Schulentwicklung. Die Lösungsansätze sind vielfältig und betreffen, so ist es ja auch aufgebaut, einerseits die Akteure in den Schulen, andererseits die Akteure auf der Steuerungsebene. Dahinter steckt nie der Gedanke, es geht um eine Modellschule und alle Schulen sollen sich jetzt bemühen, so zu werden. Auch die Einspieler, den wir gesehen haben und die wir noch angucken werden, die zeigen nicht das Beispiel und dem müsst ihr jetzt alle folgen, sondern der Gedanke ist, zusammenzutragen, Silvia hat das gesagt, wir haben versucht, wirklich so viel zusammenzutragen, wie wir in der eigenen Praxis erfahren haben, was wir kennen, was wir gesehen haben und was wir für relevant halten, um eine solche neue Lernkultur zu befördern. Was für Schulen in schwieriger Lage oder mit einer besonders herausfordernden Schülerschaft besonders wichtig ist, das werden diese Schulen selber finden müssen. Ein Gedanke noch, was für alle diese Schulen besonders wichtig ist, ist das Kooperieren dieser zwei Akteursebenen. Das muss aus der Schule kommen und das braucht ganz viel Förderung, Unterstützung, Begleitung aus der Steuerungsebene. Kann man in Details noch später reingehen. Aber diese operative Trennung, die wir gemacht haben, Akteure hier und Akteure da, folgt eigentlich dem Gedanken, alle Akteure irgendwo ein bisschen präziser zu adressieren, ein bisschen präziser anzusprechen. Die Kooperation ist gerade für Schulen in schwieriger Lage absolut wichtig. Ja, vielen Dank. Cornelia, was kann man denn jetzt konkret unter neuer Lernkultur verstehen? Wie müsste sich Schule verändern, um dann künftig so zu arbeiten und mit welchen Widersprüchen muss sie vielleicht auch einfach umgehen? Ja, wir haben uns als erstes gefragt, ob der Begriff neue Lernkultur eigentlich richtig ist. Silvia hat schon gesagt, viel davon gibt es ja in vielen Schulen, aber wir haben das eben nicht in der Fläche. Das sind immer Leuchtturmschulen und gab viele Versuche, das zu verbreiten. Und wir hoffen, dass auch diese Veranstaltung dazu beiträgt, dass diese Ideen mehr insgesamt in die Fläche gehen. Damit das passiert, haben wir ja außerdem auch die Steuerungsebene noch mal intensiv angesprochen. Von den vielen Punkten, die wir beschrieben haben, möchte ich drei herausgreifen. Das eine ist der schöne Slogan Vielfalt als Chance. Wenn Sie als Leiterin einer Grundschule vor einer ersten Klasse stehen, in der die Lernstände 3 Jahre auseinander sind, dann werden Sie diesen Spruch vielleicht manchmal verfluchen und sagen, klingt ja schön, aber wie soll ich das denn praktisch hinkriegen? Und natürlich brauchen diese Kinder und Jugendlichen auch in den späteren Jahren dafür eine sorgfältige Diagnostik, damit man sieht, wo man ansetzen kann, unterschiedliche Lernmaterialien und Fragestellungen, die individuell auf sie zugeschnitten sind. Sie brauchen sehr viel Förderung, aber auch Herausforderungen, nicht zu vergessen auch die Herausforderungen. Und sie brauchen vielfältige Lernsettings. Das können solche Lernbüros sein, wie wir sie eben gesehen haben. Es können auch jahrgangsübergreifende Gruppen sein. Es können Settings sein für Einzelne, zu zweit, zu dritt, für Großgruppen. Ganz unterschiedlich, das entscheidet jeweils die Schule, aber sie kann zurückgreifen auf einen breiten Erfahrungsschatz in vielen Leuchtturmschulen und auch auf empirisch getestete Materialien, gerade zur Sprachförderung und zur Förderung in Mathematik. Das ist sozusagen der eine Punkt zu der Vielfalt.
Wir möchten aber auch deutlich machen, dass in einer demokratischen Schule es nicht darauf ankommt, jetzt nur Ego-Shooter auszubilden, wo jeder seinen einzelnen flexiblen Lernweg hat, sondern dass dies auszubalancieren ist mit der gemeinsamen Verständigung über die Sache, über die Welt, dass Schülerinnen und Schüler lernen, was ein Perspektivenwechsel ist, dass auch andere Kinder und Jugendliche interessante und vielleicht konträre Ideen haben und dass man gemeinsam zu Lösungen kommen kann mit guten Argumenten. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt betrifft die Interdisziplinarität. Die Probleme dieser Welt kommen nicht nach Schulfächern sortiert vor. Die Pandemie kann man nicht verstehen nur aus der Sicht des Faches Biologie, sondern dazu braucht man einen interdisziplinären Ansatz. Deshalb haben wir beschrieben, dass der Fachunterricht zu ergänzen ist durch interdisziplinäre Fragestellungen, fachübergreifenden Unterricht, am besten in Projektform, das heißt unter Einbeziehung von Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler, in denen die Kinder und Jugendlichen selbst etwas erforschen können, selbst Fragen stellen können, auch außerhalb der Schule etwas erproben können und zurückkommen und daraus interessante, oft auch kreative Produkte entwickeln. Das kann eine Komposition sein, eine Podiumsdiskussion, ein Experiment, ein Forschungsbericht, die unterschiedlichsten Formen. Und uns fehlen dafür bisher, das richtet sich jetzt an die Steuerungsebene, für diese Art von Prüfungsformaten fehlen uns vernünftige Instrumente, beziehungsweise ist vieles davon nicht anerkannt. Man muss das dann irgendwie den Fächern und dem Einzelnen wieder zusortieren. Ich wäre sehr dankbar, wenn auch die Wissenschaft, die hier vertreten ist, uns hierbei hilft, wie man Problemlösekompetenzen besser beschreiben kann, sodass wir sie in der Schule auch legitim anwenden können. Der dritte Punkt ist die Frage, was das für die Lehrerinnen und Lehrer eigentlich bedeutet. Es gibt oft den Satz, viele Schulen schreiben dann, die sind jetzt nur noch Lernbegleiter. Nur noch, sage ich, weil es richtig ist natürlich, dass die Schülerinnen und Schüler ein Subjekt ihres Lernens sind und selber Verantwortung übernehmen sollen. Aber das alleine reicht nicht. Sie sind nicht mehr Objekte der Belehrung. Aber alles, was sie sich an Informationen aus dem Netz zusammenholen können, dies auch selbstständig, ist ja noch nicht Wissen. Sondern Wissen wird es erst, wenn es verstanden ist, wenn es in den Kontext eingebaut ist, wenn man sich orientiert an unterschiedlichen Wissensinformationen und vor allen Dingen müssen sie lernen, Fakten und Fake News zu unterscheiden. Das ist umso wichtiger, gerade im Zeitalter der Digitalisierung und dafür brauchen wir Menschen, die souverän ihr Fach beherrschen und sie sich auch trauen, von daher mal über die Fachgrenzen hinauszugehen, die vor allen Dingen im Team gemeinsam didaktisch klug durchdachte Lernarrangements schaffen, damit der Projektunterricht nicht zu einem Chaos oder Everything Goes geht, sondern wirklich interessante und anregende Lernarrangements für alle Schülerinnen und Schüler bietet. Und als letztes dazu gehört, dass dann in der Schule für dieses vertiefte Lernen auch die Zeitgefäße zur Verfügung stehen. Mit einem 45-Minuten-Rhythmus wird man das nicht hinkriegen. Man braucht längere Phasen, auch außerhalb der Schule, manchmal kurze Lernphasen für unterschiedliche Gruppensettings insgesamt. Und vor allen Dingen müssen die Lehrerinnen und Lehrer dafür klug zusammenarbeiten, damit sie das für die Schülerinnen und Schüler entsprechend auch zusammenbauen können. Und sie müssen interprofessionell zusammenarbeiten, weil es in der inklusiven Schule natürlich außer Lehrerinnen und Lehrern ganz viele andere gibt. Und Schulleitung ist dann diejenige, die den roten Faden hält, die Vision hat, die aber auch dafür sorgt, dass die Ergebnisse überprüft werden von dem, was die Schule erprobt hat und dann wieder neu angeguckt und gegebenenfalls neu erprobt wird und damit Verantwortung für die eigenständige Schule übernimmt. Vielen Dank. Ja, ich danke auch. Ich glaube, das vermittelt jetzt ein recht gutes Bild, was mit neuer Lernkultur auch konkret gemeinsam sein kann und macht auch richtig neugierig und steckt unheimlich voll Energie und Aufbruch. Silvia, aus Sicht mancher Schulen sind Ministerien und Schulaufsichten ja irgendwo manchmal die Bremser, unterstützen vielleicht zu wenig. Können Sie auch solche Reformen, solche Aufbrüche initiieren? Was müsste dafür geschehen? Ja, das können Sie natürlich.
es kommt darauf an, wie Sie ansetzen. Und ich glaube, ein großes Manko, was wir nicht nur in der Politik haben, sondern was wir in Deutschland insgesamt haben, ist, dass ein gemeinsames Verständnis davon, was gute Schule denn eigentlich ist, was gutes Lernen ist, haben wir nicht. Und wenn eine Handlungsebene, ob das eine Kommune ist mit einem Bildungsnetzwerk oder ob das ein Land oder ein Regierungspräsidium ist oder die Republik insgesamt, dann ist es entscheidend, dass auf dieser Ebene möglichst eine gemeinsame Verständigung darüber entwickelt wird, das verstehen wir unter guter Schule, das ist der Rahmen, auf den hingearbeitet werden soll und dann Freiräume einräumt. Die Selbstständigkeit, die Eigenständigkeit, die Selbstverantwortung, die Begriffe sind unterschiedlich, aber dahinter verbirgt sich das gemeinsame Konzept, um dann zu sagen, wenn ihr auf diese Ziele, die ja vorgegeben sind, die ja auch abgestimmt sind, die demokratisch legitimiert sind, wenn ihr auf diese Ziele hinarbeitet und bereit seid, das am Ende auch durch zentrale Prüfungsformate prüfen zu lassen, damit die Vergleichbarkeit vor Rechtsetzung und vor Zertifikatseinräumung gegeben ist, dann lassen wir euch Freiräume. Dann könnt ihr Fachbereiche zusammenlegen, damit die Zeit entsteht, die Cornelia beschrieben hat. Dann könnt ihr vielleicht Zeiträume auch für die Kinder und Jugendlichen verändern, verknappen oder ausdehnen, je nachdem, welches Kind welche zusätzliche Unterstützung braucht. Dann könnt ihr in der Schule entscheiden, brauche ich jetzt noch den Fachlehrer XY oder brauche ich doch eher den Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin. Und ich glaube, eine solche Verständigung, dass Freiräume wichtig sind und Freiheiten wichtig sind, ist aber trotzdem nicht zur Disposition steht, dass die Kinder viel und gut lernen sollen. Das ist das eine. Und das kann man natürlich befördern, indem man Freiräume einräumt oder indem man Netzwerke unterstützt. Und wir haben sehr gute Netzwerke. Die Schulen des Deutschen Schulpreises vernetzen sich ja auch immer. Man kann, wir haben die UNESCO-Netzwerke, also wir haben Netzwerke und die zu stärken, dass die voneinander lernen können, das ist eine administrative Möglichkeit. Man kann auch sagen, Schulen, die besonders gut sind, bekommen ein Budget, um andere Schulen, die noch nicht so gut sind, zu unterstützen, dass sie besser werden. Ohne den Druck, sondern mit einer Entwicklungsperspektive und im Idealfall natürlich anknüpfend an die Ausgangslage, dass die Schule auch selber sagt, wir wollen uns verändern und wir wollen besser werden. Und dafür brauchen wir dies und jenes, ohne zu sagen, es muss alles Gute kommen von oben und Hauptsache es gibt mehr Geld und dann wird alles automatisch gut, weil dieses Muster geht nicht auf. Und dann fände ich es sehr gut, wenn dieses Verständnis von anderem Lernen, wenn wir dafür mehr Bündnisse schaffen, weil das ist nicht gegeben. Weil viele Menschen eben immer noch denken, Hauptsache, ich nehme jetzt diese Fachdiskussion nochmal auf, ein Problem wird erkannt, dann brauchen wir dafür ein Fach. Damit die Kinder, natürlich in bester Absicht, aber das Fach alleine hilft nicht und niemand verständigt sich darüber, welches Fach man denn nicht mehr hat, um Zeit für das Neue zu haben. Also, dass Kinder in Zusammenhängen einfach besser lernen und dass trotzdem die Fächer mit ihren Kompetenzen und den Fertigkeiten, die damit verbunden sind, trotzdem nicht verloren gehen und nicht aufgegeben werden. Also dieses ganzheitlichere, interdisziplinäre Lernverständnis, das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft nicht vorhanden, zumindest nicht in der Breite. Und das müsste man ja verbreitern, damit nicht Eltern Angst bekommen, oh, jetzt lernen die Kinder vielleicht nicht, dieses Stichwort, oh, um Gottes Willen, keine Experimente auf dem Rücken unserer Kinder, das, was ja auch vorgebracht wird, um zu verhindern, dass man mehr Reformpädagogik macht. Also das vielleicht als Rahmensetzung dafür, was förderlich ist für die Eröffnung von neuen Lernkonzepten und neuen Lernkulturen in möglichst vielen Schulen. In möglichst vielen Schulen. Ist es denn auch in Schulen in schwieriger Lage realisierbar oder umgekehrt gefragt, muss es nicht gerade dort realisiert werden, sein neues Lernen? Ich stelle mir jetzt gerade mal vor, dass jemand mit dem Vortrag oder mit der Zukunftsskizze, die Cornelia uns gegeben hat, in eine Schule geht mit einer, ich sage jetzt mal einfach herausfordernden Schülerschaft, eine eher bildungsferne Schülerschaft,
eine Schule, an der vielleicht 20, vielleicht 25% der Kinder, der Jugendlichen am Ende die Schule ohne Abschluss verlassen werden. Oder sagen wir eine Grundschule, in der ein Drittel der Kinder die Mindeststandards im Lesen und Schreiben nicht und Mathematik nicht erreicht. Da wird das Kollegium sagen, das ist Musik für einen anderen Stern, das geht uns nichts an, das können wir nicht. Ich will dazu nochmal sagen, es geht nicht darum zu sagen, dies ist das Ideal und das müsst ihr ab morgen alle nachmachen. Das ist nicht das, was wir wollen. Es geht darum, das, was Silvia ja dargestellt hat über die Eigenverantwortung der Schule, das in die Tat umzusetzen. Es muss eine Schule gucken, was haben wir hier für Kinder und für Jugendliche und was brauchen diese Kinder und Jugendlichen, um erfolgreich lernen zu können. Und schon das, also so herangehen, Schule muss zu den Kindern passen. Nicht umgekehrt, wir müssen die Kinder gerade biegen oder krumm biegen, damit sie unseren schulischen Anforderungen, wie auch immer, ja, auf Teufel komm raus genügen. Sondern Schule muss sich verändern, um die Kinder und Jugendlichen mit dem, wie sie sind und was sie mitbringen, zu denen zu erfolgreichen Bildungsbiografien zu verhelfen. Schon das ist ja ein reformpädagogischer Ansatz. Und ich denke, das ist für Schulen in bildungsferneren, in sozial schwierigen Sozialräumen, dass es eigentlich vor allen Dingen drei Sachen braucht. Das eine ist eine solche Haltung, wie ich es gerade versucht habe zu skizzieren. Dieses sind unsere Kinder und mit denen arbeiten wir und für die arbeiten wir. Das muss als pädagogische Grundhaltung da sein. Und zu einer Haltung, die, also ein Denken, was ausgeht von den Kindern, gehört auch, das hast du am Anfang schon mal angesprochen, Heterogenität als Schatz zu begreifen, was eine Schwierigkeit ist. Das muss man sich erarbeiten, das ist nicht einfach. Ein ganz wichtiger Punkt, der in, also je bildungsferner Kinder sind, desto schwieriger ist das manchmal, ihnen fachliche Leistungen oder überhaupt Lernentwicklungen in größeren Schritten zuzutrauen. Und nicht das, was wir dann gerne mal protektionistische Unterforderung genannt haben, ja? Sie zu bemitleiden oder zu behüten wollen vor noch mehr Ansprüchen, wo sie es im Leben doch eh schon so schwer haben. Man enthält ihnen damit Bildungserfolge vor, die sie aber brauchen. Und dieses Zutrauen ist ungemein wichtig. Das sind Fragen, die kann keine Bildungsbehörde verordnen. Das ist etwas, was in der Schule entstehen muss und was als Haltung entwickelt werden muss und gepflegt werden muss. Dann gibt es eine zweite Ebene, an der angesetzt werden muss, und das sind die Arbeitsweisen. Ich denke, dass in solchen Schulen dieses alte Modell, die Lehrkraft und ihre Klasse, ich und meine Klasse, der Rest, der ist zum Scheitern verurteilt. Es geht um Teamarbeit, das haben wir an verschiedenen Stellen angesprochen im Papier, wir haben es auch jetzt hier schon gesagt. Und es geht um eine Teamarbeit der Lehrkräfte innerhalb einer Klasse. Es geht aber gerade in diesen Schulen auch um multiprofessionelle Teamarbeit. Also gerade diese Schulen sind sehr darauf angewiesen, dass ich neben den Fachlehrkräften Erzieherinnen und Erzieher habe, dass ich Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen in der Schule habe. Und dann muss man noch einen Schritt weitergehen. Es geht um Teamarbeit über die Schule hinaus. Nicht nur mit dem Stichwort Netzwerke, auch das ist ungemein wichtig. Aber gerade für diese Schulen ist es notwendig, eine Zusammenarbeit zwischen dem Bereich Bildung und dem ganzen Sozialbereich, dem Bereich Jugend, Familie, in der regionalen Ebene, in Kooperation auch mit den kommunalen Angeboten und auch mit den kommunalen Schulträgern zu finden, wodurch eine Bildungsumwelt für die Kinder und Jugendlichen entstehen kann, die das potenziert, was die Schule geben kann. Und das brauchen diese Schulen ungemein, also dieses Schule im Sozialraum entwickeln. Vielen Dank dir, vielen Dank an alle drei für diesen thematischen Aufschlag, der hoffentlich Lust gemacht hat, in den Arbeitsgruppen, in den Breakout-Sessions, die gleich starten werden, das alles zu vertiefen. Das sollte sozusagen hier einfach eine Inspiration sein, um dann nachher in der Gruppe weiterzumachen.
Wir haben dafür knapp eine Stunde Zeit vorgesehen. Es sind themenidentische Breakout-Sessions. Wir werden sie sozusagen einfach gleich automatisiert verteilen, damit es ein bisschen flotter geht und das auch so ein bisschen ungefähr gleiche Gruppengrößen erzeugt. Sie können aber auch gerne dann in einen anderen Raum umziehen, wenn Sie sich da wohler fühlen. Das haben wir technisch nicht unterbunden. Das ist möglich. Wir haben uns drei Leitfragen für diese Breakout-Sessions überlegt, um die Diskussion so ein bisschen zu gliedern und zu strukturieren. Die wird Ihnen dann aber nachher Ihr Moderator, Ihre Moderatorin in der Breakout-Session vorstellen. Ich will hier vorab noch mal kurz sagen, wie es dann weitergeht. Wir sehen uns jetzt noch zwei Beispiele für besondere Lernkulturen an. Und dann geht es in sozusagen unmittelbarem Anschluss in die Breakout-Sessions. Das erste Beispiel ist das Gymnasium Essen Nordost. Und das zweite ist die Alemannenschule in Wutöschingen. Wir haben mit diesen insgesamt drei Beispielen jeweils weiterführende Schulen gehabt. Und das haben wir deswegen gemacht, weil wir dachten, dass, oder merken, dass Grundschulen bei diesem Thema Lernkultur eigentlich schon relativ weit sind und es eher so ein Thema für die Sekundarstufen ist, hier weiter am Ball zu bleiben und darüber nachzudenken. Nach den Breakout-Sessions treffen wir uns dann hier im Plenum wieder, tragen in aller Kürze, nicht langatmig, die Ergebnisse, die Erkenntnisse für uns alle nochmal zusammen und werden dann hier auch nochmal eine kurze Schlussrunde zu viert auf der Bühne im Böll-Studio machen. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Freude mit dem Gymnasium Essen Nordost, dann mit der Alemannenschule Wutöschingen und dann werden Sie sich in der Breakout-Session wiederfinden. Vielen Dank. Das Gymnasium Essen Nordost ist ein Ganztagsgymnasium. Es liegt im Essener Norden in der Nähe der Zeche Zollverein und damit im Herzen des Ruhrgebiets. Unsere Schule wird von etwa 850 Schülerinnen und Schülern besucht, deren Wurzeln sind in rund 60 Nationen. Ich glaube, dass die Vielfalt selber unser Profil ist. Nicht nur in unserer Schülerschaft, aber auch in den Programmen, die wir für die haben. Wander mit deiner Aufmerksamkeit Zentimeter für Zentimeter die Unterarme hoch bis zum Ellenbogen. Wir sind davon überzeugt, dass das Achtsamkeitstraining Fähigkeiten schult, die für Bildungskarrieren wichtig sind, zum Beispiel Impulskontrolle. Wir haben Schwimmunterricht an der Schule, der noch durch Förderkurse intensiviert wird. Diese Kinder müssen schwimmen lernen und Deutsch lernen. Beine, 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 Erde ausbringen. Jawohl! Und die Schülervertretung, bestehend aus 47 Schülerinnen und Schülern, ist ein ganz wichtiger Bestandteil in unserem Zusammenleben. Es ist für uns wichtig, dass wir gesellschaftlich-politische Themen aufgreifen. Genauso wie wir gegen Diskriminierung sind, sind wir auch gegen Leute, die homophob sind und so weiter. Die Heroes, das sind junge Erwachsene, die vor allem über das Thema Ehre sprechen mit der Klasse. Unser Motto lautet auch gegen Unterdrückung im Namen der Ehre. Dabei waren wir auch eine Kulturstadt. Ich finde, dass hier nicht nur die Sachen beigebracht werden, die halt im Curriculum stehen, sondern auch elementare Werte für das spätere Leben. Ich habe die Veränderung mit Corona sehr angenehm wahrgenommen. Wir haben gesehen, das Lernen zu Hause, selbstorganisiert, geht sehr, sehr gut. Als eigentlich gar nichts mehr ging, haben wir in vielen Bereichen so weitergemacht wie zuvor, nur dass wir eben zu Hause waren. Wer sagt uns, dass wir ein Klassenzimmer brauchen, um zu unterrichten? Wer sagt überhaupt, dass wir klassischen Unterricht brauchen? Wir haben keine Klassenzimmer, nur große Bereiche, in denen alle Kinder lernen können. Wir brauchen keine Anwesenheit bestimmter Kinder in einem bestimmten Raum, sondern wir schaffen ganz viel Freiheiten. Weil darauf baut das ganze Jahr, dass man das akzeptiert, dass jeder individuell ist und in seinem Tempo lernt, schneller lernt, langsamer lernt. Im Alltag der ASW begegnet einem überall die Jahrgangsmischung. Hier sitzen groß und klein nebeneinander, lernen gemeinsam und bereichern sich gegenseitig in ihren Entwicklungsprozessen. Davon lernt man viel, viel mehr, als wenn einfach nur jemand vorne steht und
20 Minuten lang redet oder im schlimmsten Fall noch länger. Auf dieser Grundlage haben wir die Schmetterlingspädagogik entwickelt, die zwei Flügelseiten hat. Die eine Flügelseite steht für das selbstorganisierte Lernen. Die zweite Flügelseite steht für das Lernen durch Erleben. Wie Musicals, Exkursionen, in den Wald gehen und tolle Sachen gemeinsam erleben. Corona macht uns dann einen Strich durch die Rechnung. Was wir aber als Herausforderung sehen und deswegen den anderen Flügel mit dem selbstorganisierten Lernen ganz arg gestärkt haben, viele neue Materialpakete gemacht haben mit unserem Materialnetzwerk, die auch öffentlich für alle zur Verfügung stellen.